Mit sportlichen Höchstleistungen geht es heute durch die Ausgabe von HWK TV. Im Mittelpunkt dreht sich alles um den Meisterschuss, der am vergangenen Sonntag ins Finale ging. Wie der große Sieger heißt, wie die Endrunde des Meisterschusses verlief und was das mit dem Turnen hier zu tun hat, erfahren Sie jetzt. Viel Spaß dabei! Verraten sei schon mal so viel. Hier turnt eine erfolgreiche Sportlerin, die im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes eine Top-Platzierung erreichte, die aber auch beim Meisterschuss antrat und das als einzige Frau unter den 16 Finalmannschaften. Der Fußballpokal des Handwerks in Rheinland-Pfalz erlebte seinen Höhepunkt bei der Endrunde in Schwaich vor den Toren Triers. Von landesweit 70 in der Vorrunde angetretenen Mannschaften hatten 8 aus dem Kammerbezirk Koblenz das Finale erreicht. Auf ihren Schultern lag bei hochsommerlichen Temperaturen eine enorme Fußballverantwortung. Denn bisher ging der Titel immer in den Norden des Landes, siegte eine Handwerkermannschaft aus dem Kammerbezirk Koblenz. Allen Fußballern wurden sportliche Höchstleistungen abverlangt, denn die Finalisten mussten zwischen 11 und 19 Uhr bei 30 Grad und Sonne pur insgesamt fast 2 Stunden Fußball spielen. Ein wahres Highlight war nicht nur mit Blick auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland, auch aus sportlicher Sicht das Freundschaftsspiel zwischen 2 Damenmannschaften der HWK Koblenz und der HWK Trier, deren Reihen durch Aktive einer regionalen Frauenmannschaft verstärkt wurden. Und dann stand das große Finale an und wieder war ein Team aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz dabei, das schließlich nach einem wahren Krimi im Elfmeterschießen siegte. Der Meisterschusssieger 2009 ist das Autohaus Gemmer aus Singhofen im Rhein-Lahn-Kreis, das als Real Madrid beim Fußballpokal antrat. Herzlichen Glückwunsch der Truppe um Oliver Gemmer. Wir gingen gut durch, haben kein Spiel verloren. Insofern haben wir uns dieses Jahr noch ein bisschen gesteigert und sind jetzt froh, dass wir wirklich gepackt haben im Krimi, 9-Meter-Krimi. Doch ganz so zufällig kam dieser Erfolg nicht, denn bereits vor einem halben Jahr stellte HWK TV die Kfz-Handwerker aus Singhofen als fußballbegeisterte Truppe vor. Und schon da war klar, die sind auf Meisterkurs im Meisterschuss. Nun ist es also geschafft, das Wunder von Schwaich. Dort kickte auch Katharina Quirbach mit und hinterließ bei ihren Dribblings manch ratlosen Fußballkollegen. Sie war die einzige Frau im finalen Starterfeld und verstärkte eine Auswahl der Handwerkskammern Koblenz und Trier. Und natürlich stand sie auch beim Damenfreundschaftsspiel wieder auf dem Rasen und sorgte für manches Traumtor. Mit dem Handwerk ist sie auf eine ganz besondere Art verbunden, denn Katharina Quirbach arbeitet bei der Handwerkskammer Koblenz, dort als Sekretärin im Vorzimmer der Geschäftsführung. Doch Fußball spielt im sportlichen Leben der 23-Jährigen eigentlich gar nicht die erste Geige. Turnen steht da ganz oben auf dem Treppchen. So wundert es nicht, dass sie bei den Damen-Mehrkampfmeisterschaften vor wenigen Wochen unter 19 Starterinnen einen hervorragenden 5. Platz erreichte. Meiner Kollegin für die sportlichen Leistungen und den Siegern des Meisterschusses herzlichen Glückwunsch. Für sie gab es nicht nur den Pott zu gewinnen, sondern auch Weiterbildungsgutscheine im Wert von 4.000 Euro, die sie bei den Handwerkskammern einlösen können. Und damit zum aktuellen Tipp. Im Zentrum für Umwelt- und Arbeitssicherheit startet am 11. September ein Solateurlehrgang. Mit Blick auf den effizienten Energieeinsatz ein Angebot, das ganz im Trend der Zeit liegt. Ein Baustein dieses Weiterbildungskurses ist die Wärmepumpentechnologie. Eine Möglichkeit, langfristig Energie zu sparen und die Umwelt zu entlasten. Durch die Handwerkskammer wird die Wärmepumpe nicht nur im Kurs erläutert, sondern beim Neubau des Zentrums für Ernährung und Gesundheit auch eingesetzt. Infos zu diesem Kurs per Mail zua@hwk-koblenz.de. Mehr Infos zu allen Leistungen der Handwerkskammer Koblenz gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.